So, willkommen zurück zu World of Warcraft. Wir waren stehen geblieben, dass wir hier die Quests in den westlichen Pestländern machen. Und hoffen wir, dass wir gleich die Städte der Heiler fertig haben. Ich hatte im letzten Part aufgehört, darüber zu erzählen, dass ich einen Wissenschaftler gehört habe. Das war übrigens der Herr Professor Butter. Das war im WDR 2 Talk mit. Genau, mit dem. Und der hat darüber erzählt, dass Verschwörungstheoretiker den Zufall abstreiten. Die sagen, es passiert nichts zufällig, sondern es steckt ein Gesamtplan dahinter, eine Gruppe oder eine Person, die das alles steuert. Dass es eigentlich ein großer Masterplan ist, hinter dem alles funktioniert. Also es gibt keinen Zufall, das ist alles geplant. Das sind alles Zahnräder, die ineinander greifen. Ja, so ungefähr ist das. Und deshalb kann man auch so, wenn man diese Definition zugrunde legt, sind auch jetzt Leute dann wie Attila Hildmann, Ken Jebsen und so weiter, alles Verschwörungstheoretiker. Ob diese Definition die einzige ist, weiß ich nicht. Ich kenne jetzt nur diesen Professor. Die Naru haben uns nicht vergessen. Solchen Kessel. Gute Arbeit. Einen Moment bitte. Ja, das scheint dieselbe Verderbnis zu sein, die man Welt Tiere befallen. Mit diesem Wissen können wir. Der Kult der Verdammten unterhält ein kleines Lager im Osten, Malkias Außenposten. Dort trainieren sie außerhalb von irgendwas. Möglicherweise haben wir ihnen schon viel zu lange erlaubt, unkontrolliert dieses Training auszuüben. Wenn Kultisten wirklich diese Seuche benutzen, um die Tierwelt zu infizieren, dann muss diese Infizierung an Malikias Außenposten stattfinden. Ausbilder Malikia leitet den Außenposten, findet und tötet sie. Gute Gesundheit, langes Leben. Oh, hier ist wieder eine Quest. Mögen euch die Winde leiten. Bringt Zerkiki in den westlichen Pestland Außenposten, holt 4 Gefangene. Während eurer Abwesenheit habe ich versucht, für unseren Freund eine neue Verwendung zu finden. Ich glaube, er könnte in Zukunft als Heiler haben. Das liegt hauptsächlich daran, dass Heilungszauber nicht daneben schießen kann. Wie Außenagent Kartisch mir mitteilte, kommen die verseuchten Tiere aus dem Lager der Kultisten im Osten. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, Senkiki dorthin zu begleiten. Vielleicht kann er die Tiere heilen. Mögen die Vorfahren euch schützen. Ah, geil. Die Tauren sagt, dass wenn wir gute Arbeit leisten, gehen wir Mahn. Ich mag das, wenn die Trolle immer Mahn sagen. Hey, Mahn! Schön, jetzt habe ich auch direkt hier mal eine Wildnis. Stärke und Beweglichkeit und Intelligenz um 5% erhöht. Das ist geil. Also habe ich jetzt ein Plus von 15%. Oder kommt, wenn, ich weiß nicht, ob die addiert werden. Weil wenn ich auf den Grundwert 15 nehme, obwohl das mathematisch glaube ich egal. 10% von 15 ist was anderes als. Oder? Warte mal. Ach, ich rede mich also Kopf und Kragen. Ich höre am besten auf zu reden. So. Dann fangen wir mal an. Sehr gut. Also ich befinde mich jetzt nach jedem Stadium in dem Spiel, wo Arthas ja noch lebt. Was bist du denn für einer? Da ist er. Also ich kann wirklich nur empfehlen, wirklich in den Text-Part zu gehen. Das war wirklich interessant. Na komm. Ja.
schön ins Gesicht. Boah, und gestern Abend war das dann. Gestern Abend, dann muss ich ja irgendwie auf Toilette. Ist ja immer normal, dass man nachts auf Toilette muss. Und ich habe auf einmal so heftige Magenkrämpfe gekriegt, ne? Das war unglaublich, ey. Ich dachte sogar zwischendurch, dass ich kotzen müsste, aber das ist Gott sei Dank dann nicht passiert. Wunderbar. Das ist erledigt. Lustig wäre, wenn wir jetzt stehen bleiben und den einfach nur angucken würden. Ihr schaut euch die Papiere bei sich hatte an. Der Befehl im Besitz belastet Dunkelmeister Gantling von der Scholomans, aber darin verbirgt sich noch eine weitere wichtige Information. Laut der Befehle für den Kult soll solche aus dem Kessel bei Garotrafeld für zwei Zwecke benutzt werden. Der erste dient zur Übung, wie man Krankheiten über Tiere der Pestländer verbreitet, das kennt er ja bereits. Der Rest der Seuche wird für düstere Experimente in den weinenden Höhlen transportiert, die nördlich von Manikas Außenposten liegen. Schüler der verwenden die Seuche, um Tote zu reanimieren. Das muss unbedingt aufhören. Oh, cool. Ach, super, Schwert bringt aber relativ wenig. Gut. Schwerfälliger Seuchenbär. Bist du denn? Spürbold. Ah. Was ist das denn? Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Weißt du, jetzt kommt er hier an. Na komm. Ja, ist ja gut. Warum machst du das noch? Warum macht er das noch, wenn er weiß, dass er es nicht kann, ey? Er will mir helfen. Soll es mir recht sein. So, die haben wir durch. Jetzt ist er dran. Wow. Entfernt. So, der kriegt da einen Kopf. Oh, was hab ich denn da? Ein Fungi gesammelt. Ein Fungi. Das bringt der Pilz. Wo ist der Pilz? Sehe ich den jetzt wieder nur nicht? Da unten. Achso, ist nur was zu essen. Hm.
ist zu weit entfernt. Ist der jetzt auch tot? Oh cool, da habe ich wieder was Grünes gefunden. Schulter. Na, naja, dann halten wir mal. Wie komme ich denn da jetzt hin? Hier rum. Das Problem ist, ich habe noch kein Wirtshaus hier. Deshalb müssen wir dann leider uns den Weg wieder durchkämpfen. Aber ist ja egal. Das sind Erfahrungspunkte, das sage ich mir einfach immer. Ich muss näher ran. So, jetzt müssen wir tot anfahren. Da sind die Schüler. So. Ja. So. Gut, damit sind die Sachen jetzt erstmal beendet. Oh Gott, ich dachte schon, ich muss schwer kämpfen. Wo geht's jetzt? Ich kann in diesen Hüllen verliere ich immer die Orientierung. Immer. Aber das sieht doch eigentlich hier nach dem Ausgang aus, ne? Genau. Oh, will ja gerade hinsetzen hier. So. Dann arbeiten wir uns durch den mal durch. Er ist wieder dran. So. Dann haben wir das auch fertig. Ha, sehr schön. Dann haben wir vielleicht jetzt bald schon die westlichen Pestländer fertig. Das wäre natürlich schön. Ich bin jetzt den... Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter... Ich bin jetzt im sechsten Part in den westlichen Pestländern. Aber ich muss noch 4 Orte erforschen. Ist wahrscheinlich hier noch was. Da ist auch noch was. Der See wird hier sein.
Steinfeld. Tja, wo das sein könnte. Mal schauen. Weil ich hatte mir vorgenommen, jetzt auch den kompletten Kontinent zu erforschen. Und da haben wir noch einiges dann zu tun. Ihr habt euch selbst übertroffen, Thrones. Wir haben nicht nur mit dem Kult der Verdammten bei ihrem Kreuzzug die Pestlein neu zu infizieren einen empfindlichen Rückschlag versetzt. Ihr habt auch noch einen weiteren fatalen Plan aufgedeckt. Sie holen die Toten ins Leben zurück. Euer Name wird bestimmt erwähnt werden, wenn die Information von Hochlord Vorring vorgetragen wird, Thrones. Ihr seid in meiner Dankbarkeit, bla bla bla, bla bla bla. Dionys Acker. So. Bei der Gnade der Erdenmutter. Er hat es geschafft. Danke, Thrones. Ich gebe zu, dass die Hoffnung, was Zenkin angeht, schon fast aufgegeben hatte. Es ist nur eurer Geduld und eurem Pflichtbewusstsein zu verdanken, dass er jetzt zu einem Druiden gefunden hat und ein Mitglied des Zirkels des Szenarios ist. Ganz zu schweigen von den Guten, was er in der Natur getan hat. Bla 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 bla. Habt günstige Winde. Gut, das waren die. Danke, dass ihr mir geholfen habt, Mann. Gut, wunderbar. Dann ist das tatsächlich jetzt auch schon fertig. So, dann nehmen wir den anderen Brustpanzer rein. Gut, und dann müssen wir jetzt nach Anduhal zurück. Und dann geht's in die zweite Schlacht von Anduhal. Braucht ihr Hilfe? Man sieht sie. Ich weiß gar nicht, wir können dann von da aus in die östlichen Pestländer gehen. Ich glaube, das machen wir dann auch. Weil das Interessante ist, hierhin geht's nach Unterstadt. Da werden wir auch nachher mal hinreiten. Ah, da sehe ich schon Bollwerk. Das ist wahrscheinlich das Bollwerk. Da ist das Bollwerk. Und da wird das Teufelsteinfeld sein. Seid gegrüßt. Es heißt, ihr hättet den Bauern geholfen, sich zu bewaffnen, und nun haben sie ohne meinen Befehl angegriffen. Sie zwingen mich zu handeln. Die Schlacht geht weiter. Dieses Mal kämpfen wir gegen die Verlassenen. Und ich kämpfe gegen Klotira, meinen alten Bruder von der Schwarzen Klinge. Oh Gott. Asche zu Asche. Östlich von hier, tief in den Verlassenen gehaltenen Anduhal, werdet ihr von den Kommandanten anfinden. Sie kämpfen nicht, sondern befehligen nur vom Rücken ihrer Pferde. Jagt und tötet diese Kommandanten Thrones. Die Verlassenen werden machtlos sein. Die Schwarze Klinge wird siegen. So, was hast du? Tötet 15 Todeswachen von Anduhal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, das ist nett ich von dir. Ich kaufe und handle. Gut. Der ist 2200. Da können wir die Kirschen behalten. Okay. Seid vorsichtig. Achso, ich kann was verkaufen noch, ne? Wie kann ich euch helfen? Das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben, das und das. Oh, jetzt habe ich von fast das Gold zusammen fürs Fliegen. Ah, okay. Man sieht, es ist deutlich ruhiger hier. Hier wird nicht mehr so viel gekämpft. Aber hier scheint die Front zu verlaufen. Gucken, warum wir die jetzt gleich töten. Ich lese mir gleich die Questbestattung nochmal durch. Ich meine, jeder Tote Untote ist guter Tote. Ne, jeder Untote Tote ist ein guter Untoter. Mein Gott. Ich bin kein Militärexperte, aber diese Schlacht scheint zu unseren Gunsten zu stehen. Unsere Verteidiger sind nicht besser als die Todeswachen unserer Gegner, aber die Bauernmiliz hat sie mit dem Angriff aus dem Hinterhalt überrascht für die Allianz. Wir müssen trotzdem alles tun, was in unserer Macht steht, um einen Sieg zu sichern. Reist nach Anduhal östlich von hier und tötet die Todeswachen der Verlassenen, die mit unseren Männern kämpfen. Je schneller sie sterben, umso eher können wir Anduhal unser eigen nennen. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Für die Allianz. So, hier beginnt dann der Teil, der von den Vergessenen besetzt ist. Okay, das ist schön, die Stätte der Heiler habe ich auch fertig. Achso. Looten und sammeln. Das muss drin sein. Looten und looten. Ne, looten und sammeln. Das Licht sei mit. Oder? Looten und sammeln? Looten und Level. Das muss drin sein. Looten und Level. Looten und sammeln.
sammeln und sammeln. So. So, dann schnetzeln wir uns mal eben hier durch. Hauptmann. Gucken, ob der Hauptmann auch so gut ist, wie er zu sein scheint. Er sieht auf jeden Fall nicht beeindruckend aus als die Todeswand. Zack, weg ist er. So, und direkt der nächste bitte. Vergessen. Gut, das ist ja einfach. Mit dem, einfach hingehen, alles vernichten. Das sind einfache Aufgaben, die mag ich. Wo man nicht viel denken muss, wo man die Gegner auch sofort sieht. So, jetzt ist er hier dran. Also dieses, was ich jetzt hier mache, diese alle Quests annehmen und dann nach und nach alle abarbeiten, das habe ich mir in... Na, Diablo nicht, sondern das habe ich mir in The Old Republic tatsächlich angewöhnt. Weil so kann man unter anderem verhindern, dass man immer wieder in die gleiche Region zurück muss, um wieder eine Aufgabe zu erledigen. Und noch eine und noch eine und noch eine. Na, da ist wieder so ein Kommandant. So, und weg mit dir. Na, der bleibt da brav stehen. Das finde ich ja lustig, das habe ich schon mal gesagt. Er sagt immer, wenn man zu weit weg ist, sagt man zu nah, sagt man, ich bin zu nah. Das klingt irgendwie komisch. Ich bin zu nah. Na komm. Gut. Dann haben wir schon mal wieder ein bisschen was erledigt. Welch Freude, euch zu sehen! Band des Verteidigers. Finger. Dann nehmen wir des Zenkers. Den tauschen wir aus. Alles klärchen! Dann tauschen wir den Zenker aus. Wo ist denn der Ring? Noch! Zenker. Da. So, alles klar, wunderbar. Dann können wir den einmal eben verkaufen. Sucht ihr was Bestimmtes? Nö.
So, das kannst du erstmal haben, das kannst du haben. Nö, sonst kannst du nichts haben. Ich erwarte eure Gut Befehle. Gemacht. Jetzt, da die Kriegshauptmänner ausgeschaltet wurden, habe ich keine Ausrede mehr. Bald muss ich Kampf stellen für Ehre, Landohal. Ah, sehr schön. Wir gewinnen diese Schachtzone. Solange diese Bauern die Verlassenen weiter an ihren Flanken drangsalieren, werden wir sie besiegen. Wir haben diese Schlacht fast gewonnen, Thrones. Ich kann den Sieg förmlich schmecken. Die Verlassenen hatten nie ein... Was zum Teufel ist das? Niemand will sich euch entgegenstellen. Ein Balkür. Knie nieder, Allianz. Knie der Wacht der Verlassenen. Gut. Was das bedeutet, sehen wir beim nächsten Mal. Tschüss.